kommen weitere Referenten auf dem Programm. Steht der diplomierte Ingenieur Volker Heldorf aus Kärnten, ein Biobauer aus Kärnten, der 20 Jahre um diese Sache kämpft, die er bringt. Dann in der Mitte war der Primdoktor Ottmar Oblak, ist leider heute nicht unter uns, dieser wichtige Mann. Er hatte einen Unfall und er wollte nicht im Gips hier erscheinen. Es ist noch etwas zu früh für ihn, aber Volker Heldorf wird mit Richard Leopold Thomas zusammen, mit seinem Pressesprecher, hier diese Runde bestreiten über das Thema die Gefahr der grünen Gentechnik, die graue, rote und grüne Gentechnik. Ich sehe diese Männer heute zum ersten Mal. Als ich nur die Bilder sah und die kurzen Texte auf ihren Flyern, da hatte ich den Eindruck, wir haben es hier mit einem dynamischen Pionier zu tun. Ich habe mir das so aufgeschrieben, mit einem selbstlosen Kämpfer. Und als ich ihm begegnet war, schon im ersten Moment, war mir klar, da habe ich richtig empfunden. Ein Mann, glaube ich, der Praxis, ein Mann, der Beispiele bringt, der die Dinge nicht einfach leer in den Raum hängt. Also warum haben wir diese Männer eingeladen? Wir haben sie eingeladen, weil ein Wald von unabhängigen Wissenschaftlern auch hinter ihnen steht, hinter diesen Aussagen, die wir jetzt hören werden. Ein Wald unabhängiger Wissenschaftler, die sagen, eine weltweite Hungersnot mit noch nie dagewesenem Ausmaß voraus, wenn das stimmt, was diese Männer sagen. Wir sitzen wieder hier und versuchen, dem Herzen zu folgen, geht's hoch, geht's runter. Und ich wurde noch von einem Gast in unserer Mitte angesprochen, ich sollte das bitte erwähnen. Er hatte den Eindruck, er konnte es manchmal fast nicht mehr so recht einordnen im Herzen. Es ging zwar hoch, sagt er, aber die Polemik in den Beiträgen hat ihm ein Mischgefühl gegeben, wo er nachher nicht mehr wusste, stimmt jetzt die Sache, die gesagt wird, oder stimmt sie nicht. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Ich habe manchmal gesagt, das muss man lernen, auf die Intuition des Herzens zu achten. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, Sie sind ein humorvoller Mensch, wenn ich das recht sehe. Und vielleicht ist auch ein gutes Stück Polemik drin, ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines, Menschen, die so an der Front kämpfen wie diese Männer, die haben viel zu verdauen und wir haben so viel Unverdauliches in unserem Leben. Ich weiß es aus meinem eigenen Lauf. Manchmal braucht man etwas Polemik, um etwas zu verarbeiten. Also ich bitte die Zuhörer, wenn Polemik reinkommt, wenn Sarkasmus, nimm was du willst, reinkommt, sind wir doch bitte hier großzügig, bedenkt, geht der Substanz nach, versucht das zu verstehen, was sie sagen, egal in welchem Ton, egal ob der brüllt da vorne, ob er die auf die anderen runter spuckt oder nicht. Wir müssen die Sache hören und das andere fein voneinander scheiden. Auch hier uns selber draußen behalten, dann kommt das top an, was er sagt. Ich bin eigentlich jetzt sehr gespannt, was kommt. Ich weiß nichts von den Männern, außer ein paar Zitaten. Von Leopold Thomas habe ich ein Zitat gelesen, das hat mich sehr beeindruckt, ich hoffe, etwas darüber zu hören. Er meint, wir die Menschen unterscheiden uns von der Banane nur gerade um 3%. Das ist ein interessanter Ausspruch, zumindest was das Gentechnische betrifft. Ich hoffe, darüber einiges zu hören. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Vortrag über die Gentechnik. So, ich hoffe, dass es geht. Jawohl. Mein Name ist Heldorf, ich komme aus Kärnten, aus Österreich. Ich bedanke mich vielmals für diese Einladung. Ich bin ganz gerührt über so viele gescheite Menschen, die sich hier auftreiben konnten. Weil eines ist klar, unser Wissen ist die schärfste Waffe gegen diese Mafia. Ich mache Biolandwirtschaft schon seit 18 Jahren mit großer Freude. Und jetzt, um was geht es heute? Um das tägliche Brot. Wir beten zuweilen und gib uns unser tägliches Brot. Bald werden wir weiter beten müssen und verschone uns von den krankmachenden Genen der Firma, der Gentechnikfirma. Es geht um den Krieg des Essens. Die Enteignung der Nahrung ohne Widerruf. Ja, machen wir das freiwillig? Oh nein, natürlich nicht. Die USA erpresst uns. Eine Klage hat die EU bekommen. Nicht freiwillig. Unter Androhung von Strafzöllen. Und was haben wir dann dafür? Das kann ich Ihnen sagen. Weniger Ernte,
Totalvergiftung und Teuerung. Weltweit wird die Gentechnik auf 100 Millionen Hektar angewendet. Und was haben wir? Weniger Ernte, eine Totalvergiftung der Landwirtschaft und natürlich damit unsere Lebensmittel, Krankheit und Teuerung. Warum Teuerung? Weil natürlich diese Firmen ein Geschäft machen wollen, die wollen eine Patentabgabe kassieren, sonst würden sie es ja überhaupt nicht machen. Sie werden sagen, das ist ja alles ein bisschen unglaubwürdig. Naja, sie sollen mir überhaupt nichts glauben und Polemik kann ich mir überhaupt nicht leisten. Ich mache das seit vielen Jahren und ich habe natürlich hier Bücher mitgebracht, hinten am Tisch, sie können sie selber besorgen und alles nachlesen. Glauben gehört in die Kirche, nicht hierher. Die Kommission in Brüssel vertraut der EFSA. Wer ist denn die EFSA? Das ist die oberste Lebensmittelbehörde, die über unsere Gesundheit entscheidet. Und die vertraut der Firma Monsanto. Zum Beispiel. Weil ist Monsanto ein riesiger Chemiekonzern, der auch gentechnische Pflanzen verkauft und herstellt und vor allem sehr viel Gift verkauft. Letztes Jahr wurde in Deutschland verboten und auch in Frankreich der Mohn 810, also ein gentechnisch veränderter Mais, wegen Gefahr in Verzug. Und jetzt wurde von der EU die Firma Monsanto aufgefordert, ein Monitoring zu machen, das heißt so eine Art Selbstzeugnis, dass es nicht gefährlich ist. Wen die EU da vertraut, werde ich wörtlich vorlesen. Weil ich darf kein einziges Wort falsch sagen, sonst sitze ich ja morgen schon an der Anklagebank. Am 22. Februar 2002 wurde Monsanto schuldig gesprochen, wegen grober Fahrlässigkeit, Böswilligkeit, Unterdrückung der Wahrheit, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, Besitzstörung und frevelhaften Verhaltens. Und dieser Genfirma vertraut unsere oberste Lebensmittelbehörde. Das Vertrauen scheint sehr angebracht zu sein. Bitte, dieses Buch, Trojanische Saaten, kommt von einem Amerikaner und deckt lauter solche Sachen auf. Ich kann es Ihnen dringend empfehlen, ist sehr das Beste, was zurzeit am Markt ist. Wie lange macht denn diese EU, diese EFSA, diese Sicherheitstests mit Gennahrung? Wer glaubt zu wissen, wie lange sie macht? Ein Medikament braucht ungefähr 10 Jahre, bis es zugelassen wird. Wie lange, glauben Sie, wird unsere Nahrung getestet? Wer hat einen Vorschlag? Sehen Sie, deswegen können Sie mit uns machen, was Sie wollen, weil wir einfach zu wenig Informationen haben. Das liegt natürlich genau, weil die Medien an den Pharmas und den Chemieriesen hängen, aber weniger an uns. 4 Wochen wird getestet an ein paar alten Kühen. Und wenn Sie das überlebt haben, dann wird diese Gennahrung für ganz Europa frei gegeben. Die EFSA hat nicht einmal ein einziges Labor, wo Sie das nachprüfen können. Und aus diesem Grund kommt es natürlich immer wieder zu katastrophalen Unfällen. Der weltberühmte Lektinforscher Arpad Puster hat am schottischen Robert-Institut nachweisen sollen, dass die Gennahrung absolut ungefährlich ist. Und er hat das erforscht an dem Schneeglückengift, dem Lektin. Bis zum 800-fachen des Lektins hat er den Tieren gegeben, die haben keine Reaktion gezeigt. Dann hat er das Lektin gentechnisch verändert an Ratten probiert und in kurzer Zeit hatten die kleinere Hirne, kleinere Hoden und eine kaputte Leber. Nichts Ungewöhnliches für die EU-Abgeordneten, kleine Hirne. Kleine Hoden, kaputte Leber. Glauben Sie, die haben die Forschung weitergetrieben? Oh nein! Die Forschungsunterlagen wurden beschlagnahmt, der Wissenschaftler wurde gefeuert, die Firma Monsanto hat eine großzügige Spende an das Robert-Institut geschickt
und der Blair hat den Direktor angerufen und er war weg vom Fenster. Seine gründlichen Forschungen wurden von 15 Wissenschaftlern auf der ganzen Welt bestätigt. Und trotzdem hat die EU überhaupt kein Interesse, diese Forschung weiterzuführen. Warum? Weil sie natürlich der Tod der gentechnischen Veränderung, der gentechnischen Veränderung in der Landwirtschaft wären, die ja wunderbar viel Einnahmen bringt. Aber wir haben ja außer Europas auch noch Wissenschaftler. Eine der bekanntesten ist die Wissenschaftlerin Irina Ermakova am Institut in Moskau. Die hat herausgefunden, naja, sie hat nicht an ein paar alten Kühen experimentiert, sondern an schwangeren Ratten. Und sie hat ihnen Gensoja gefüttert. Gensoja, das in Österreich, das in Deutschland, das in Frankreich überall verkauft wird. Und was ist passiert? Schon nach wenigen Wochen waren 57% der Ratten, der Nachkommen, tot. Und dann heißt es immer, der Medizin ist es ja ganz ungefährlich, ist es anerkannt, die Gentechnik. Wenn so ein Schmarrn in der Gentechnik macht in der Medizin genauso viel unvorhergesehene Katastrophen, nur hat man den einen Vorteil, man kann ein Medikament zurückrufen, niemals aber einen verseuchten Acker wieder genfrei machen, weil über die Samen, über die Vögel, über die Pollen er immer wieder infiziert wird. Eines der spektakulärsten Fälle, das Tryptophan. Es ist ein Beruhigungsmittel, was in Nahrungsergänzungsmittel drinnen war und führte, was wir früher von Frau Petik gehört haben, zu Lähmungen. Von den Füßen aufsteigend bis zur Lunge, zum Herz, bis zum Herzstillstand. Zehntausende Leute waren davon betroffen. 1200 haben eine bleibende Lähmung, eine Cousine von mir davon. Und 36 sind gestorben. Die japanische Firma hat sich herausgenommen, das Tryptophan gentechnisch verändert herzustellen, weil es wahrscheinlich mehr Einnahmen bringt. Oder in Amerika, der Starlink-Mais. Ich habe Ihnen gesagt, es wird nicht geprüft vorher. Kein Sicherheitstest. In Europa nicht und in Amerika genauso wenig. Da wurde ein Mais, ein Genveränderter, zugelassen für die Verfütterung von Tieren. Der Starlink-Mais. Tausende sind erkrankt, wenn sie ein Maisgericht gegessen haben. Sprachstörungen, Ausschläge, Übelkeit, lebensbedrohliche Allergien. Ja, bis man draufgekommen ist, dass die Ursache dieses harmlose Beruhigungsmittel ist, Tryptophan, aber durch die gentechnische Veränderung zum Albtraum wurde. Gottfried Glöckner, der erste Bauer in Deutschland, hat seine ganze Kuhherde verloren. Diejenigen Kühe, die gentechnisch veränderten Mais gefressen haben, sind jämmerlich eingegangen. Aber nicht nach 4 Wochen, sondern erst nach 3 Jahren. Sie sehen, ein Sicherheitstest von 4 Wochen ist lächerlich. Und diejenigen Rinder, die nicht diesen gentechnischen Mais gegessen haben, die sind bumperl gesund geblieben. Ja, logisch. In Indien gab es eine unglaubliche Missernte durch die genveränderte Baumwolle. Haben Sie gehört davon? Sie konnten die Bauern nicht einmal das Saatgut zurückzahlen. Sie gerieten in die Schuldenfalle. Viele haben ihre Nieren verkauft und viele haben sich das Leben genommen. Viele, Tausende haben sich das Leben genommen. Haben Sie was gehört? In der Presse ist da was geschrieben worden. Ich habe das ein paar Mal den Zeitungen geschickt. Ja, das schreiben Sie nicht. Ist aber sehr wichtig. Die Bauern waren so verzweifelt, sie haben dann ihre Ziegen und Schafe auf diese Baumwollecker geführt, weil die Missernte so groß war und dann sind die Schafe und Ziegen auch noch eingegangen. Was geht das uns an? Sie in der Schweiz, muss ich Ihnen gratulieren, Sie lassen kein gentechnisch verändertes Soja in die Schweiz. Dann haben Sie das Problem nicht. In Österreich wird 700.000 Tonnen Gensoja eingeführt und dann kommt es ungetestet in unsere Tiere und dann kommt es undeklariert auf unseren Esstisch. Und immer mehr Produkte kommen. Das Lecithin, das Aspartam, das Glutamat, Vitamin.
Und ich finde, warum sollen wir uns das gefallen lassen? Sollen wir bei eigenen Lebensmitteln über unser Essen nicht mehr selbst entscheiden dürfen? Ich habe hier vom Umweltbundesamt in Österreich aus dem Jahr 2000 eine Studie, auf der Seite 47 steht, dass durch das genveränderte Soja erhebliche gesundheitliche Schäden für Säugetiere auftreten, geringere Gewichtszunahme, geringere Libido und geringeres Ejakulationsvolumen. Karzinogene Effekte bei Menschen, also Krebs auf Deutsch. Geringere Erträge bis zu 40%, das wissen Sie seit dem Jahr 2000 und immer noch wird dieses Gensoja importiert. Alle diese genveränderten Produkte wurden gegen das Gift Glyphosat resistent gemacht und das wird natürlich gespritzt in Argentinien bis zu 7-mal. Ein Totalherbizid, das tötet alle Pflanzen mit Ausnahme der gentechnisch Veränderten. Auf den Merkzettel der Firma Monsanto steht drauf, dass in keinem Fall die Firma Monsanto haftet, dass jeder, der es anwendet, selbst verantwortlich ist und selbst das, was im Merkblatt steht, keinerlei Aussagekraft hat oder eingeklagt werden kann. Da steht nämlich drauf, dass zum Beispiel Bienen Verträglichkeit dieses Mittels Glyphosat oder Roundup gegeben ist. Ich habe es selbst ausprobiert. Herr Thomas, genauso. Wir haben ein Glyphosat gekauft, eine Biene genommen und und innerhalb von 3 Minuten war sie tot. Ich vermute, dass das Glyphosat auf den Menschen ähnlich wirkt. Sehr menschenverträglich ist auf Deutsch. Es entstehen durch die Genveränderung ganz neue Krankheiten. Die Pflanzen, die sind alle Missbildungen. Auch die Tiere, die sie damit erzeugen. Warum? Wir haben bei Gensoja eine Wurzelfäule in Brasilien, die es nie vorher gegeben hat. Die tötet sogar die Stickstoffbakterien. Eine Biolandwirtschaft ist hier natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Besonders krass ist die Fehlentwicklung bei Fischen, die man auch gentechnisch verändert hat, weil sie sollten ja schneller fett sein. Man hat mit Lachsen experimentiert und hat festgestellt, dass sie in der halben Zeit 6-mal so fett waren. Sie hatten nur ein paar kleine Schönheitsfehler. Ja, Schädeldeformationen, es fehlten Körpersegmente und sie hatten geknickte Schwänze. Schon wegen letzteren würde ich diese Fische nie essen. Die Einführung von Gentechnik in Europa kann nur zu einer Katastrophe führen. Selbstverständlich Krankheiten, Hunger, Teuerung, Bienensterben, alles, was damit verbunden ist. Die Biolandwirtschaft ist ja besonders wichtig. Warum? Die Biolandwirtschaft wird damit auch vernichtet, weil durch das Auskreuzen, durch die Bienen, die 5 Kilometer fliegen, natürlich es überhaupt nicht möglich ist, eine Biolandwirtschaft weiter zu erhalten. Und die ist besonders wichtig. Warum? Weil sie erstens sehr, sehr viel Energie spart. Eine Tonne Kunstdünger braucht 2 Tonnen Erdöl. Okay, in der Biolandwirtschaft brauchen wir keine Kunstdünger, sparen wir schon 2 Tonnen Erdöl. Dann kommt noch dazu, dass dieser Kunstdünger auf dem Acker Lachgas ausgasen lässt, weil es 200-mal schädlicher ist, wirkungsvoller ist als das CO2. Und als Drittes kommt dazu, dass in der Biolandwirtschaft können wir durch den Humusaufbau unendlich viel CO2, tausende, Millionen Tonnen CO2, natürlich in den Boden einlagern und dadurch die Luft wieder sauber machen. Diese Art der Landwirtschaft zu vernichten, ist ein Verbrechen an die Menschheit. Es hat vor kurzem, letztes Jahr ist rausgekommen, dass auch die genfreien Produkte dürfen 0,9% gentechnisch verändert sein. Was heißt das bei Saatgut? Bei Saatgut heißt das bei 200 Körner auf den Quadratmeter, liebe Leute, bei 0,5% Verunreinigung heißt das, dass auf jeden Quadratmeter österreichischer, deutscher, europäischem Ackerland eine genveränderte Pflanze stehen darf, ohne dass man es deklarieren muss. Das ist vorsätzliche Verseuchung von ganz Europa. Das
hat mit Sicherheit überhaupt nichts mehr zu tun. Ich habe mich da schon gewiss geärgert und dann höre ich zufällig im Fernsehen, ich habe sie sogar aufgenommen, die EU-Abgeordnete, CDU-Abgeordnete Frau Dr. Renate Sommer, wie sie empfiehlt, wir sollen uns doch, die wir die Gentechnik nicht haben wollen, wären doch Höhenzüge, Hecken und Pollenbarrieren. Merkwürdig, gell? Ich meine, um meinen Acker kann ich keinen Höhenzug machen, um meinen Acker kann ich keine Hecke machen, wo keine Biene drüber fliegt, das dauert zu lang, bis die so hoch wird. Dann habe ich gedacht, Pollenbarriere ist das Richtige. Na klar, mach meine Pollenbarriere. Habe ich sofort den Kommissar Fischler gemeldet. Fischler, wie schaut's aus? Pollenbarriere, wie schaut die aus? Frau Dr. Renate Sommer, wie schaut Pollenbarriere aus? Keine Antwort. So wie beim Christkindl. Du kriegst keine Antwort, wenn du in die EU schreibst. Dann waren wir beim Bröll zum Beispiel, der Minister, Landwirtschaftsminister, dann waren wir bei der Gesundheitsministerin, die hat gesagt, die Gesundheitsministerin zuständig, hat gesagt, die AGES ist zuständig, keiner wusste, was eine Pollenbarriere ist. Dann habe ich mir natürlich gedacht, ich bin ja nicht blöd, ich bin gerade so fein im See geschwommen und habe gedacht, ich mache selber eine Pollenbarriere. Diese Pollenbarriere war 4 Meter lang und 5 Meter hoch. Ich habe sie in eine stark befahrene Straße gestellt und sie hat gewirkt. In einer Woche hatte ich 2 Anzeigen. Ich freue mich, wenn Sie lachen, dann merken wir uns das leichter. Und wir sollen ja bitte nicht mit hängenden Unterkiefer herauskommen, sondern wir sollen Freude haben, für unser tägliches Brot zu kämpfen. Also 2 Anzeigen. Eine nach der Straßenverkehrsordnung, eine nach dem Naturschutzgesetz. Ich habe natürlich gleich zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr BH, das ist die Abkürzung für Bezirkshauptmann, sehr geehrter Herr BH, es handelt sich ja nicht bitte um eine Werbung, sondern es handelt sich um eine nach der CDU-Abgeordneten Frau Dr. Renate Sommer empfohlenen Pollenbarriere. Na, jetzt hat er nicht Bescheid gesagt. Na, was hat er gemacht jetzt? Jetzt hat er einen Sachverständigen geholt, der hat gemessen, Länge mal Breite mal Höhe, freundliches Männchen, Text etc. etc. Gell? Soll ich das drunter so? So, ja. Und kam zum Entschluss, dass weitläufig diese Pollenbarriere nicht wirken könnte und auch auf engen Raum so wenig, dass man nicht den ganzen Verkehr aufmerksam machen müsste. Habe ich natürlich sofort zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr BH, es handelt sich ja wirklich nicht um irgendetwas, es handelt sich um das tägliche Brot, was wir alle essen, und wenn wir nichts essen, sind wir schon hin. Also, es soll auch der ganze Verkehr aufmerksam gemacht werden und natürlich auch die Fußgänger, und natürlich ist das ein Prototyp, und wenn Sie schon einen Schwachverständigen haben, so soll er mir doch sagen, wie sie besser ausschauen soll, die Pollenbarriere. Und dann hat er gemeint, ja, nach dem Naturschutzgesetz, dieses freundliche Männchen wäre sehr anstößig. Dann habe ich gesagt, ja, das ist ja ganz erklärlich, denn in der Natur gibt es so viele legasthenische Bienen, die würden das sonst gar nicht kapieren, dass sie umdrehen müssen. Kurz und gut, es hat 3-4 Jahre gedauert und dann hat ein Gutachter der Landesregierung festgestellt, es handelt sich nicht um eine Werbung und damit kann jeder jetzt so eine wunderbare Pollenbarriere aufstellen, ohne von der Behörde verfolgt zu werden. Zumindest nicht in Kärnten, in Österreich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wir haben noch 2 da, kosten 50 Euro. Baba. Ich habe früher die Vorträge immer genannt, Segen oder Fluch der Gentechnik.
Heute sage ich ganz anders, Segen und Fluch der Gentechnik, nämlich ein Segen für die Genkonzerne, sie verdienen Milliarden, und ein Fluch für uns alle, wir sollen es bezahlen und sollen dafür auch noch haften und unsere Gesundheit dafür hergeben. Weil ja viele nicht so genau wissen, was es ist, fange ich mit der Biolandwirtschaft an, weil ich habe auch vor 18 Jahren dort angefangen. Da ist natürlich keine Chemie, kein Gift, kein Kunstdünger und eine artgerechte Tierhaltung natürlich vorgeschrieben. Ich war ganz erfreut, dass plötzlich die Mohnblume wieder wächst und die Kornblume, dass Schmetterlinge wieder fliegen und die Feldlerche gesungen hat. Ich war ganz gerührt, ich habe es aus der Kindheit gekannt und dann war plötzlich alles weg. Und das Saatgut, das Beste, hat man aufbewahrt für die Saat im nächsten Jahr. Die Biolandwirtschaft ist ein kostenloses Sanatorium vor unserer Haustüre, was jeder benutzen kann. Wie schaut es aus mit der anderen Landwirtschaft, der konventionellen? Die konventionelle benutzen Spritzmittel und Düngemittel und sie spritzen und düngen, wenn es notwendig ist. Also, wenn irgendein Schädling auftritt, wird gespritzt. Wenn ein Unkraut auftritt, wird wieder gespritzt. Und was ist in der biotechnologischen? Da ist es so, dass von vornherein alles vergiftet wird. Auf 100 Millionen Hektar hat man Pflanzen resistent gemacht gegen das Gift, gegen das firmeneigene Gift. Und auf 100 Millionen Hektar wird jetzt gespritzt, auf Teufel komm raus, ein Totalgift, was alle Pflanzen tötet, mit Ausnahme der Genveränderten. Das ist die Gentechnik. Ah ja, dann sind noch die insektenresistenten Pflanzen. Ein paar werden zusätzlich dann gentechnisch so verändert, dass sie selbst ein Gift erzeugen. Der Mais ist dann nicht mehr ein Mais, ein Lebensmittel, sondern ein Insektengift. Und auf den amerikanischen Saatgutsäcken muss draufstehen Insektizid. Ein Gift. Und wenn wir das dann essen, wir können ja gar nichts anderes als das dann essen. Ich will aber nicht Insektengift essen, ich will Mais essen. Es ist ein totales Vernichtungsprogramm. Es sterben die Pflanzen, es sterben die Insekten, es sterben auch die Regenwürmer, die Stickstoffbakterien, die Schmetterlinge, die Bienen. Und dann, der Höhepunkt ist noch der Selbstmordsamen, das Terminator-Patent der Firma Monsanto. Was heißt denn das? Das heißt, ein Same keimt nur einmal, dann bringt er sich selbst um. Er keimt niemals ein zweites Mal. Und wir müssen dann nach Amerika gehen und sagen, bitte, bitte, gebt uns ein Saatgut, sonst verhungern wir. Ich finde, diese Abhängigkeit, in die sollten wir uns nie begeben. Denn das Kriegsministerium in Amerika hat nämlich eines sehr deutlich festgestellt, dass die Gentechnik ein sehr preiswertes Massenvernichtungsmittel ist. Warum? Und wirkungsvoller als eine Atombombe. Weil derjenige, der sie anwendet, der kann ja sogar anonym bleiben. Ein ganzes Volk stirbt am Pocken. Spermizidmais, Pockenmais. In Australien haben alle Feldmäuse Lungenentzündung bekommen. Ist heute ein Kampfmittel. Das ist alles schon Stand der Technik. Also schon deswegen sollten wir das auf niemals uns darauf einlassen. Was ist, wenn Hungersnöte kommen? Was ist, wenn wieder Krieg ist, wenn wir keinen Samen kriegen? Was ist, wenn wirklich die Lebensmittel knapp werden und wir bauen etwas an, wo sie noch knapper werden? Ja, der Preis wird in die Höhe schnellen, so wie heute beim Öl. Und dann sagen sie noch, es ist ein ganz normales Züchtungsprogramm, eine Fortsetzung der Züchtung. Nein, das ist es nicht. In der Gentechnik wird nämlich Folgendes gemacht. Es wird die Erbinformation zwischen Mensch, Tier und Pflanze ausgewechselt. Das hat es früher nie gegeben. Das wäre etwa so, als würde ich eine Herde Zucht Stiere ins Erdbeerland schicken, um die Erdbeeren zu befruchten. Die würden vielleicht wollen, aber sie zertrampeln ja alles. Und sehr natürlich würden die Erdbeeren auch nicht schmecken. Ja, Sie glauben, das ist ein Witz, aber es ist kein Witz. Man hat zum Beispiel Tomaten gekreuzt mit einem Fisch. Dann kommt eine Fischtomate raus. Wieder auf diesem Buch abgebildet eine Tomate mit Fischschwanz.
Natürlich hat die Tomate keinen Fischschwanz. Sie schmeckt mehlig und nach Metall und sie wurde als erstes Lebensmittel in die Regale der Supermärkte gebracht und die Menschen wollten es nicht essen. Es hat zahnmäßig geschmeckt, nach Metall und mehlig, aber sie hat sehr lange gehalten. Und sie war giftresistent, das war ja wichtig. Ne? Die Firma Calgene wurde dann aufgekauft von der Firma Monsanto, weil sie konnte dieses wunderbare Produkt nicht verkaufen. Nestle hat auch probiert mit einem Nüsli-Riegel, was sie extra dann bezeichnet haben als genverändert und das musste auch nach ein paar Monaten verschwinden. Bitte schauen Sie, dass alles, was gentechnisch gefüttert wird, auch sofort aus den Supermarktregalen verschwindet. In Deutschland ist jetzt, man staune, erlaubt, dass man Milch, Fleisch und Eier, die Gentechnik nicht mit Gentechnik gefüttert wurden, dass man das draufschreiben darf. Das ist ja großartig. Also das, was ganz normal ist, seit 6, 7, 8.000 Jahren, das darf man jetzt schon draufschreiben. Die Gentechnik hat drei Ziele. Das sollen Sie auch noch wissen. Erstens die Vernichtung des Saatgutes. In der Order 81 hat die USA in Irak angeordnet, die Iraker müssen alles Saatgut vernichten und das gentechnisch veränderte Anbauen der Firma Monsanto, auch das, weil es in Amerika verboten ist. Zweitens die Vernichtung der Bauern. Das ist großartig gelungen in Argentinien, was verschuldet war, dadurch vollkommen abhängig von Amerika. Dort haben innerhalb von 8 Jahren 150.000 Bauern ihren Job verloren. Sie gerieten in die Schuldenfalle. Warum? Viermal so viel für Saatgut und dann weniger Ernte, das haben sie nicht verkraftet. Und heute gehört mehr wie 50% des fruchtbaren Ackerlandes amerikanischen Großkonzernen. Wenn ich zu schnell rede, müssen Sie sagen, ich habe ein bisschen einen anderen Dialekt wie Sie, was ich schon gehört habe, gell? Ich will mich sehr bemühen. Interessant ist der dritte Punkt, die Vernichtung der demokratischen Rechte in Europa. Warum? Na schauen Sie, Oberösterreich hat protestiert, dann hat die EU befunden, das Verbot des Verbotes ist verboten. Die Oberösterreich darf nicht verbieten, dass die Gentechnik verboten ist in Oberösterreich. Ja, ist es noch normal? Auch die Volksabstimmung ist bei uns verboten. Ihr seid so wunderbar, Gott sei Dank noch in der Lage, noch außerhalb der EU, dürft noch eine Volksabstimmung machen. Wir dürfen nicht eine Volksabstimmung machen über unser Essen, über die Einführung der Gentechnik in unseren Lebensmitteln. Dürfen wir nicht, nein. Wir waren bei der Frau Rauch-Kallert, die hat uns das bestätigt. Das Unrecht wird zu Recht. Das ist passiert beim Percy Schmeiser, einen Bauern aus Saskatchewan, das heißt aus Kanada. Er war vor kurzem in Klagenfurt, er war auch in Deutschland. Und hat berichtet, ein 600 Hektar Bauer, er wurde von seinem Nachbarbauern infiziert mit ein paar Genpflanzen, Genraps war es. Egal, ob die mit dem Wind oder mit dem Pollen hinübergeflogen sind, die Firma Monsanto ist gekommen, die hat eine eigene Polizei und hat festgestellt, da stehen Genpflanzen und er wurde sofort verpflichtet, eine Patentabgabe zu zahlen von ein paar hunderttausend Dollar. Jetzt sagt, wie komme ich dazu? Ich habe nie eine Pflanze gesät, ich habe nie was mit der Monsanto zu tun gehabt. Das war egal. Der Hof wurde gepfändet. Sein Saatgut, was er in 50 Jahren gezüchtet hat, wurde ihm weggenommen. Und nun ging der Prozess los mit der Firma Monsanto. Der höchste Gerichtshof hat dann entschieden, dass der Bauer verantwortlich ist für das, was auf seinen Acker wächst, egal wie es hingekommen ist. Durch Bienen, durch Pollen, durch Wind. Naja, oder durch ein paar Verbrecher könnte auch sein. Ne? Die lassen ein paar Samen aus dort und dann muss der Patentabgabe zahlen. Die Monsanto unterhält eine Polizei von etwa 80 Mann, die nichts anderes zu tun hat, als denjenigen Bauern, die rund um einen Genbauern sind, also der ein genverändertes Feld hat, eine Patentabgabe abzupressen. Ganz erfreulich ist, dass wir auf der ganzen Welt große Gegenbewegungen jetzt haben und auch der Herr Percy Schmeiser hat das bestätigt, dass dort die Kirchenverbände und alle möglichen Leute plötzlich protestieren, weil sie merken, was hier für Schindluder getrieben wird. Und in Frankreich ist letztes Jahr der Mohn 810 verboten worden. In Deutschland wurde plötzlich auf gerichterlichen Beschluss ein
Gen, Mais, Acker gerodet. Also nicht ein paar Verrückte, sondern auf gerichterlichen Befehl. Das ist ganz erfreulich, selbst der Papst hat sich dagegen ausgesprochen. Und ich werde jetzt noch ein kleines Lied zum Abschluss machen, damit Sie erfreulich von diesem Tag weggehen, von dieser kleinen Gentechnik-Episode. Dieses Lied hat einen Refrain, der heißt: Keine Sau will den Gentechnik-Fraß. Na logisch. Keine Sau will den Genfraß essen, das ist allen uns bekannt. Doch die Mächtigen von Brüssel scheren sich nicht um unser Vaterland. Keine Sau will den Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Fraß. Alle Menschen haben ein Recht auf Essen ohne dieses Gengift, das uns krank macht und auch noch steril und deshalb doch keiner haben will. Keine Sau den Gen. Technik-Gen-Technik-Fraß. Keine Sau will den Gen-Technik-Gen-Technik-Fraß. Keine Sau will den Gen-Technik-Gen-Technik-Fraß. Nein, 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 nein! Lasst uns nicht von Genverbrechern unsere Nahrung gen verseuchen. Lasst sie haften für die Lügen. Denn dann werden sie sofort ganz ruhig. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Nein, 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 nein! Lasst uns nun ganz fröhlich singen, dieser Sieg wird uns gelingen. Unsere Argumente fliegen viel schneller als der Pollen dieses Gentech-Mais. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Keine Sau will den Gentechnik-Gentechnik-Fraß. Ihr habt ja viel zu früh geklatscht, ihr habt 24 Strophen vorbereitet. Wegen der fortgeschrittenen Zeit habe ich gedacht, meine 14 machen. Aber es gibt nur was zu sagen. Der Ausweg aus den genverseuchten Milch, Fleisch und Eiern ist die Biolandwirtschaft. Und weil ich mich darüber so freue, kriegt es noch einen gentechnisch veränderten Biojodler. Den habt ihr ja noch nie gehört. Wo ich geh und steh, da tut mir's Herz so weh, wann der Bauer seine Äcker spritzt mit einem Gift, das alles, alles sterben muss. Selbst die wunderschönen Blumen dort. Holla die. Holla. Nein, darum bin ich Bilo. Ho, 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 gisch, Bilo, ho, 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 gisch, Bilo, ho, 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 gisch. Darum bin ich Bilo, darum bin ich Bilo, ho, 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 Bilo, gisch.
Biologie. Danke, Maestro. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor wir mit diesem sehr ernsten Thema weiterfahren, möchte ich die Grüße von unserem Vorstand der österreichischen Plattform Pro Leben Antigentechnik euch übermitteln. Die österreichische Plattform Pro Leben Antigentechnik gratuliert den Organisatoren hier, die die heutige Veranstaltung hier auf die Beine gestellt haben, recht, recht herzlich. Ich bin wirklich überrascht, was da zustande gekommen ist. Wir haben gehört, Volker Heldorf hat über die grüne Gentechnik oder auch die Agrogentechnik gesprochen. Und wir sehen, seit 30 Jahren wird darin sehr heftig geforscht, in den letzten 10 Jahren sehr, sehr intensiv. Und es gibt bisher kein einziges Produkt, was für uns Menschen, für die Tiere und für die Umwelt nachhaltig zum Vorteil wäre. Es gibt dieses Produkt nicht. Ganz im Unterschied, die rote Gentechnik. Man spricht von der roten Gentechnik, wenn wir den medizinischen Bereich meinen. Dort ist die Diagnose mit der roten Gentechnik unumstritten. Zum Beispiel, wie wir wissen, die Fahndung nach Verbrechern mittels der DNA-Analyse ist sicherlich ein großer Vorteil. Auch die Identifizierung des richtigen Vaters mittels dem Vaterschaftstest ist eine wunderbare Sache. Auch das Insulin wurde synthetisch hergestellt, ist aber in der Medizin unter der Ärzteschaft natürlich noch sehr, sehr umstritten, und zwar wegen einem hypoglykämischen Effekt, das heißt der Schockzustand, der dann auch zum Tode führen kann. Und wie wir gehört haben, werden neuerlich alle Medikamente fast mit der Gentechnik hergestellt, und an meiner Stelle sollte diesen Part der Herr Primarius machen. Und er sagt, die Ärzte beobachten jetzt immer mehr, wie die Medikamente zurückgenommen werden. Täglich werden Medikamente vom Markt zurückgenommen, was früher bei den herkömmlichen Medikamenten nie der Fall war. Die rote Gentechnik birgt aber auch sehr, sehr viele Risiken in sich. Ich denke da zum Beispiel an die Biowaffen, Superviren oder auch an die Möglichkeit, dass die Mutationen sich unkontrolliert vermehren. Und unabhängige Wissenschaftler, und es gibt leider immer weniger, es gibt weltweit nur 3% unabhängige Wissenschaftler, die sagen ganz klar, dass wir durch diesen Wahnsinn, dass Prionen ohne Gedanken hin und her experimentiert werden, dass wir dadurch einer großen Seuchengefahr entgegengehen. Diplomischer Heldorf hat es auch schon gesagt, unsere unabhängigen Wissenschaftler sagen auch, weil keiner mehr nachwachsendes Korn hat, dass wir der größten Hungersnot der Welt entgegengehen. Und ich habe gemerkt, ihr seid ein bisschen gottesfürchtig und die Atmosphäre hier ist wunderbar. Und das ist die Ursache, weil wir noch an den Schöpfer glauben. Und ich habe das gemerkt, alle Menschen hier haben so die Einstellung. Ich habe es vorher nicht gewusst. Und möglicherweise, das muss ich noch ganz kurz sagen, danke. Möglicherweise sagen unsere Wissenschaftler auch, dass SARS, BSE, AIDS oder die Vogelgrippe genau aus diesem Bereich kommen. Und das ist das Gefährliche dabei. Der nächste Punkt der Gentechnik ist die graue Gentechnik oder die weiße Gentechnik, wie sie auch genannt wird. Hierin spricht man von, wenn Enzyme, Feinchemikalien für industrielle Zwecke mittels der Gentechnik hergestellt werden. Wie ihr wissen werdet, passiert das immer mehr. Hefepilze, für die Käsegewinnung, für die Bioindustrie, für die Lackindustrie sind es die Riboflavine. Diplomischer Heldorf hat es schon erwähnt, in der Kühe sind es die Glutamine. Mit einem solchen Stoff, und wir sehen, dass immer mehr E-Stoffe, immer mehr Vitaminzusätze eben mit dieser Technik, mit der Gentechnik, mit der grauen Gentechnik hergestellt werden. Und mit einem solchen Stoff, der
auch mit anfängt. Aspartam ist schon erwähnt worden heute. Ist gentechnisch hergestellter Zucker, 200 mal süßer als herkömmlicher Zucker. Und ist in jedem Kaugummi fast zu finden, in 9000 Lebensmitteln bereits. Lebensmittel kann man nicht sagen, Nahrungsmittel. Vorhanden. Und wir wissen aus Tierversuchen eindeutig, dass nach kurzer Zeit schon Tiere mit diesen Stoffen gefüttert in 14 Tagen schon ein desolates Blutbild bekommen. Ihre Leber, Nieren, Nierenschäden sind die Folge dessen. Aspartam, das ist heute auch schon von der Referentin auch erwähnt worden, hat auch eine zusätzliche Eigenschaft. Und zwar Aspartam setzt unser natürliches Sättigungsgefühl völlig außer Acht. Wir wissen nicht mehr, wann wir satt sind. Und das ist die große Gefahr. Wir sehen das auch, und die Frau Kollegin hat es schon erwähnt, speziell in Amerika kann man das sehr, sehr gut beobachten. Die Amerikaner gehen aus dem Leim. Seit neuestem werden in öffentlichen Anstalten die Stühle um 2, 3 Dimensionen erweitert. Aber auch in Europa sieht man es ganz deutlich. Jedes zweite Kind ist einfach schon zu dick, leider. Und was noch zu beobachten ist, in den USA, und in den USA sind jetzt genau 10 Jahre her, wo die Nahrungsmittel mit der Gentechnik verändert in den Regalen zu finden sind, das heißt der Tod im Regal. Und in dieser Zeit ist der Krebs dort um 50% gestiegen. Und auch die Allergien explodieren laut der Weltgesundheitsorganisation, auch in unseren europäischen Ländern. Es gibt fast keinen Menschen mehr, der keine Allergie mehr heute hat. Vor 10 Jahren ist in Österreich jeder Vierte an Krebs gestorben. Mittlerweile ist es jeder Zweite schon. Und das ist in Deutschland ebenso. Und wir wissen aus der Physik, dass jede Ursache auch eine Wirkung hat und umgekehrt. Vor der Globalisierung hatten wir in Österreich und auch in Europa die bestkontrolliertesten Lebensmittel. Da hat es noch geheißen, Vertrauen ist gut, aber die Kontrolle ist besser. Jetzt kontrolliert die EFSA, die Europäische Lebensmittelkontrolle, selbst fast überhaupt nichts mehr. Sie übernimmt nur mehr die Gutachten der multinationalen Konzerne, von den multinationalen Konzernen 1:1. Und das ist wirklich für mich kriminell. Die EFSA, also die Europäische Lebensmittelkontrollstelle, hat auch am 22. Dezember 2006 zugelassen, dass in allen Nahrungsmitteln 0,9% Gentechnik sogar drin sein darf. Deshalb haben wir, die Europäische Lebensmittelkontrollstelle, wir sind jetzt nahe dabei, dass wir sie einklagen. Wir haben bereits als Plattform die Europäische Union zweimal eingeklagt und zweimal auf Unterlassung. Es ist logisch. Dankeschön. Dankeschön für eure Solidarität. Es ist ganz logisch, alles, was ein Unternehmer produziert, zum Beispiel dieses Glas, für das muss er haften. Für die gefährlichste Sache der Welt, die irreversibel ist, nie wieder umkehrbar gemacht werden kann, für die braucht niemand haften. Das ist für uns höchst kriminell. Wir haben die Menschenrechte bei euch hier in der Schweiz als erste Organisation der Welt eingeklagt. 150 Staaten der Welt haben im Paktvertrag unterschrieben, dass Essen, die Luft, das Wasser und so weiter zu den elementaren Menschenrechten gehört. Aber komischerweise seit ein paar Jahren gehört Essen nicht mehr zu den elementaren Menschenrechten. Dann fragen wir uns, was gehört überhaupt noch zu den Menschenrechten? Wir haben deshalb in Genf beim Hochkommissariat für Menschenrechte dies eingeklagt. Voriges Jahr hat es Percy Schmeisser gemacht, unser Plattformmitglied, der gerade Alternativnobelpreisträger geworden ist, auch für Kanada gemacht. Auch in Deutschland voriges Jahr, Volker Hellhoff hat es schon ganz kurz erwähnt, haben wir auch mitgewirkt, dass der Mohn 810 dort verboten worden ist. Der Minister Seehofer in Deutschland, der Landwirtschaftsminister, war aber der Meinung, der Mais, der bereits in der Erde eingebracht ist, der kann weiter wachsen. Da haben wir gesagt, das ist Gefahr im Verzug. Und habe ihn ebenfalls eingeklagt.
in 3 Punkten recht bekommen, 2 sind in Revision. Das Interessante dabei ist, dass es ist natürlich für uns als Plattform relativ schwer ist. Wir haben heute schon gehört, alles was man macht, ist natürlich mit Geld verbunden. Aber wir vertrauen auf den Schöpfer. Alle Dinge, die wir bis jetzt durchgezogen haben, und die Klagen sind sicher sehr, sehr teuer. Von irgendwo ist es gekommen zur richtigen Zeit, komischerweise. Ja. Ist so. Ich möchte auch noch sagen, dass es in Österreich zum Beispiel 4 Plattformen gibt, die für die Gentechnik enorme Werbung machen und über Millionen Euro dafür bekommen. Wir sind das einzige Plattform, die natürlich das aufzeigen, aber keinen Cent vom österreichischen Staat, von der Öffentlichkeit bekommen. Und wie es manchmal ist, möchte ich an diesem Buch ganz kurz berichten. Ich hoffe, eine Minute habe ich noch Zeit. Es war recht interessant, wie es manchmal das so spielt. Wir haben in München referiert und dann ist ein Herr im Publikum gewesen. Es hat sich später herausgestellt, dass das der Herr Schweißwurt, einer der potentesten Unternehmen in Deutschland. Und der hat uns auch eingeladen, dort zu übernachten und so weiter. Und beim Frühstück meint er, ja, und so weiter, was ihr macht, ist toll und so weiter, genau, ihr seid auf meiner Linie. Und was wird ihr so in Zukunft machen? Was sind eure Aktionen in Zukunft? Da haben wir gesagt, wir schreiben jetzt gerade ein Buch, genau dieses Buch. Sind Autoren aus der ganzen Welt, auch 3 Alternativ-Nobelpreisträger drin. Die Manuskripte haben wir alle schon fertig gehabt, aber nur das Geld hat gefehlt. Ja, und dann sagt er, ja, es ist ganz klar, es ist ein Buch, kostet viel Geld und habt ihr überhaupt so viel Geld? Ja, habe ich gesagt, genau an dem scheitert es. Und dann sagt der Schweißwort, ja, was würde es sein, wenn ich euch 20.000 Euro gebe? Da habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ja, ich gebe euch 20.000 Euro, eure Kontonummer und so weiter. Dann fragt er uns, kennt ihr den Herrn Swarovski-Wattens? Das ist der Kristallweltenproduzent, europaweit bekannt. Kennt ihr den? Haben wir gesagt, natürlich zu solchen Leuten haben wir nicht immer Zugang und so. Das ist mein bester Freund, das ist mein bester Freund. Ich rufe ihn gleich an. Hat ihn dort angerufen. Herr Swarovski hat zugesagt, auch 20.000 Euro zu geben. So war dieses Buch finanziert. So einfach. Verloben. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wissen, worum es geht. Unsere Umwelt wird für immer verseucht, irreversibel, nie wieder rückkehrbar zu machen. Auch unsere Lebensmittel werden verseucht. Deshalb fragen wir uns, was hat das Leben überhaupt noch für einen Sinn, wenn unsere Lebensmittel vergiftet werden, wenn unsere Umwelt für immer verseucht wird? Weil kein Wissenschaftler kann das rückgängig machen. Deshalb haben wir 2007 eben in Österreich mehr als 200 solche Informationsvorträge gehalten. Und wir laden euch ebenfalls ein mit uns, und ihr habt die Solidarität schon gehört, ein, in Zukunft mitzukämpfen, weil es sich lohnt. Wir haben jetzt nur eine kurze Zeit. Wir sehen, was in anderen Ländern schon passiert ist. Da ist es vorbei. Aber wir haben noch die Möglichkeit in Europa, vehement gegen diesen Wahnsinn der Welt, der auf uns zukommt wie ein Tsunami, wirklich dagegen anzukämpfen, mit Gottes Hilfe. Wir möchten euch aber jetzt ganz kurz einen Film vorführen, der ein bisschen die Problematik in der Welt zeigt. Das sind nur Ausschnitte aus vielen, vielen Filmen von uns, und ich hoffe, dass der Film auch funktionieren wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lade euch ein, wirklich die Gesinnung, die ihr habt, weiterhin zu behalten. Ich ermuntere euch in diese Richtung. Dankeschön. Seeds are the first link in the food chain. Der Samen ist das erste Glied in der Nahrungskette. Nahrung wurde schon immer als Waffe benutzt, von denen, die ultimative Macht in den Händen halten wollten. Noch viel fundamentaler ist aber die Kontrolle über den Ursprung der Nahrung, über die Samen an sich. Deshalb spielt die größte Macht der Welt, die USA, und ihre Unternehmen wie Monsanto und Delta & Pine mit solchen Sachen wie den Terminator-Samen. It is an attempt to control the world. Es ist ein Versuch, die Welt zu beherrschen und die Kontrolle über die Welt zu erlangen, indem man die Freiheiten aller vernichtet, um so die eigene Herrschaft und Macht zu entfalten.
Anfang der 90er Jahre stieg die Firma Monsanto in die Entwicklung der pflanzlichen Gentechnik ein. Monsanto machte Nutzpflanzen wie Raps und Soja resistent gegen das firmeneigene Pflanzengift Roundup. Das heißt, Roundup tötet jede Pflanze, ausnahmslos. Nur der genmanipulierte Raps oder Soja bleibt stehen. So verkauft Monsanto den Farmern neben dem patentierten Saatgut gleichzeitig auch die passende Chemie. Das Spritzmittel Roundup ist das am meisten verkaufte Pflanzengift der Welt. Allerdings gibt es auch Farmer, die unfreiwillig mit Monsanto zu tun haben. Der bekannteste ist wohl Percy Schmeiser aus Kanada. Es gibt einen triftigen Grund, warum wir gegen Monsanto kämpfen. Sie vernichteten, was meine Frau und ich in über 50 Jahren an eigener Pflanzenzucht geleistet haben. Unsere Rapssamen waren resistent gegen die verschiedensten Krankheiten, die es in der Steppe gibt. Sie vernichteten, was wir aufgebaut haben. Würde ich das Monsanto antun, käme ich ins Gefängnis. Die aber können unsere Felder verseuchen, unser Lebenswerk zerstören und obendrein verklagen sie uns noch. Als 1996 genmanipulierter Raps eingeführt wurde, gab es niemanden, der uns sagen konnte, was passieren würde. Aber jetzt gibt es auf der ganzen Welt Menschen, die dank unserer Erfahrungen aufgeklärt sind. Über Verseuchung, über den Verlust der Artenvielfalt und über die Verunreinigung des Saatguts. Dank unserer Erfahrungen mit dem Anbau von Sojabohnen und genmanipuliertem Raps wissen wir, was alles passieren kann. Und wir wissen auch, was mit genmanipuliertem Weizen passieren wird. Deshalb sollten Menschen rund um die Welt von unseren Erfahrungen profitieren. Für uns ist der Zug schon abgefahren, aber in vielen Regionen der Welt ist es noch nicht zu spät. Die Globalisierung ermöglicht multinationalen Konzernen, auch die Kontrolle über das Saatgut in der sogenannten Dritten Welt zu bekommen. Mit genmanipulierter Baumwolle soll der Markt in Asien erschlossen werden. Doch die Chemiekonzerne treffen auf unerwarteten Widerstand. Baumwollbauern aus Zentralindien demonstrieren wütend vor den Niederlassungen der großen multinationalen Agrarchemiekonzerne. Viele stehen vor dem Ruin, weil ihnen die 2002 erstmals zugelassene BT-Baumwolle, eine gentechnisch veränderte Baumwolle von Monsanto, eine katastrophale Ernte beschert hat. Jetzt haben sie Angst, dass sie, wie schon bei der Einführung der chemischen Landwirtschaft, in eine Schuldenfalle geraten, aus der sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, als Selbstmord zu begehen. In ganz Indien waren das in den letzten Jahren mehrere tausend Bauern. Andere wiederum versuchen verzweifelt, mit dem Verkauf einer Niere die Schulden zu tilgen. Der US-Konzern Monsanto, der die alteingesessene indische Saatgutfirma Mahaiko aufgekauft hatte, versprach höhere Erträge und bessere Qualität für die neuen gentechnisch veränderten Baumwollpflanzen. Außerdem soll der Einsatz von Pestiziden verringert werden, da die Pflanze durch die gentechnische Manipulation ihr eigenes Insektengift produziert. In Erwartung hoher Gewinne ließen sich die Bauern verführen, das viermal so teure Monsanto-Saatgut zu kaufen. Dafür nahmen sie bei Banken und Saatguthändlern hohe Kredite zu enormen Zinssätzen auf. Doch die erhoffte Superernte blieb aus. Krankheiten und vermehrter Schädlingsbefall zwangen die Bauern zu noch mehr Einsatz von teuren Chemikalien. Die Ausgaben stiegen und trieben gleichzeitig die Bankschulden in die Höhe. Davon hatten die in ganz Indien kostenlos verteilten Videokassetten mit Werbung für Monsantos genmanipulierte Baumwolle, der Bolgard-Baumwolle, nicht gesprochen.
Sie verhießen den Bauern nur Glück und Wohlstand. Die Pflanzen sind von allen möglichen Krankheiten befallen. Aus diesen Knospen hier wird keine Baumwolle mehr. Wir beobachten sehr oft, dass die Knospen abfallen, bevor die Baumwolle gereift ist. Der genmanipulierte Baumwollsamen kostet 1600 Rupien. Die andere Sorte, die konventionelle, kostet 350 bis 400 Rupien. Die gentechnische Veränderung von Pflanzen und Tieren unterscheidet sich erheblich von der konventionellen Züchtung. Bei der konventionellen Züchtung kreuzt man eine ganze Pflanze mit einer ganzen Pflanze derselben Art. Bei der gentechnischen Veränderung nimmt man ein völlig artfremdes Gen und baut es in das Tier oder die Pflanze ein. Dieses Gen kann von einer Bakterie stammen oder von einem Menschen, einem Fisch oder einem Huhn. Es gibt zwei Methoden, dieses fremde, unverwandte, exotische Gen in die Pflanze zu implantieren. Zum einen die sogenannte Genkanone. Das Gen wird einfach blindlings in die Zelle geschossen. Zum anderen wird die Pflanze mit einem Pflanzenkrebs infiziert, der Agrobacterium genannt wird. Die sogenannte Terminator-Technologie macht die Bauern mit Hilfe der Gentechnik endgültig von den Konzernen abhängig. Die Pflanzen werden gentechnisch so manipuliert, dass sie nur einmal keimfähig sind. Eine Wiederaussaat der Ernte ist zwecklos. Die Ernte ist tot. A Terminator plant or seed is that when the seed of a plant reaches. Eine Terminatorpflanze oder Saat ist folgendes: Wenn das Korn einer Pflanze fast reif ist, kommt das Terminator-Gen ins Spiel und vernichtet die Keimfähigkeit dieses Korns. Das heißt, man kann es im nächsten Jahr nicht mehr als Saatgut einsetzen. Also musst du als Farmer im nächsten Jahr wieder hin und neues Saatgut kaufen. Wenn die Terminator-Pflanze blüht, bestäuben ihre Pollen auch andere Pflanzen. Diese Technologie trifft also nicht nur die Terminator-Pflanzen selbst, sondern sie tötet auch andere. Das heißt, sie tötet sie nicht, aber sie macht die Früchte steril. Yeah, these slides are very interesting here. Yeah, this is dies sind sehr interessante Dias. 1982 fragte sich Dr. Ralph Brinster von der University of Pennsylvania, was geschieht, wenn ich ein menschliches Wachstumsgen in eine Maus verpflanze. And he did just that. He actually was successful. As you can see, the very large mouse. Er tat genau das und war tatsächlich erfolgreich.
Diese große Maus ist das Resultat einer erfolgreichen Verpflanzung menschlicher Wachstumsgene. Es war auf allen Titelseiten zu sehen und ein paar Monate später sagten die Leute, das ist zwar interessant, aber was soll man mit so einer großen Maus eigentlich anfangen? Gut, man kann damit Leute erschrecken, aber eigentlich ist so eine große Maus nicht sehr praktisch. So then what happened is, the United States Department of Agriculture said, well, what happens? Dann kam das amerikanische Landwirtschaftsministerium und wollte wissen, ob man das Experiment auch mit Schweinen durchführen kann. And so I went out to the USDA here. Dr. Vern Purcell nahm also die menschlichen Wachstumsgene und mit Hilfe von Steuergeldern, wovon die meisten Steuerzahler wahrscheinlich nichts wussten, verpflanzte er sie in dieses Schwein. As you can see, there's a problem. Instead of like the mouse that with human genes that grew so big, hier wirkten die Wachstumsgene anders als bei der Maus. It was cross-eyed, a bow-legged, impotent. Das Schwein schielte, hatte O-Beine, war impotent und die Muskeln überwucherten seinen Körper. Ich konnte es nur fotografieren, indem ich es gegen ein Brett lehnte, damit es nicht umfiel. Sie können sich vorstellen, wie sehr dieses Tier leiden musste. Dies ist ein anderes Experiment. Da wollte man herausfinden, ob ein Schwein mit veränderten Genen eine Kuhhaut produzieren kann. Wahrscheinlich, weil es Vorteile beim Schlachten bringt. Die Forscher waren sehr stolz auf dieses Exemplar. Insbesondere die Forschung an Fischen machte Fortschritte. Hier konnten die Wissenschaftler schneller ihre Erkenntnisse umsetzen, da die Tiere kürzere Generationszeiten haben und sich die vielen hunderttausend Eier außerhalb des Muttertieres selbstständig entwickeln. Eine kanadische Firma namens Aqua Bounty steht kurz vor der Marktzulassung ihrer genmanipulierten Riesenlachse. Sie entwickelten einen Lachs, der sechsmal so groß wird wie sein wildlebender Artgenosse, aber nur die Hälfte der Zeit zum Wachsen braucht. Wenn dieser Fisch in einem natürlichen Gewässer ausgesetzt wird, gibt es eine biologische Verseuchung. Er wird die anderen Fische vernichten. Eine biologische Verschmutzung unterscheidet sich grundlegend von einer chemischen. Sogar eine Ölpest verschwindet mit der Zeit. Aber hier handelt es sich um eine biologische Verschmutzung. Einmal freigelassen, kann man diese Fische nicht mehr zurückholen. Dann ist es aus. Es ist aus. It's over. It's over. Wenn ein Organismus wie der Fisch gentechnisch verändertes Futter frisst, wissen wir nicht, was passiert, wenn der Nächste in der Nahrungskette dazukommt. Der Fisch frisst gentechnisch verändertes Futter und Sie essen den Fisch. Wie hat das gentechnisch veränderte Futter auf den Fisch gewirkt? Gibt es immer noch gentechnisch veränderte DNS im Fisch? Und in welchem Ausmaß sind Sie als Mensch davon betroffen? Es gibt keine Untersuchungsergebnisse darüber, was in einem solchen Fall genau passiert. Gemessen daran, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel seit 8 Jahren auf dem Markt sind und von Millionen Amerikanern bereits gegessen werden, mutet der Umgang mit diesen Lebensmitteln an wie ein riesiger Menschenversuch. Allerdings ein Versuch, der ohne Kontrollgruppen durchgeführt wird. Es gibt keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse, ob und wie es sich auf unsere Gesundheit auswirkt, wenn eine Gruppe Menschen genmanipulierte Lebensmittel essen würde, eine andere Gruppe aber nicht. Hängt die Zunahme der chronischen Krankheiten oder die Schwächung des Immunsystems möglicherweise damit zusammen? Das vermuten zumindest einige Wissenschaftler.
Ja. Das sind ein paar Bilder von unserer Gründung als Plattform. Wir sind natürlich schon fast bei allen Politikern gewesen und über die Politiker kann man dann auch in der Diskussion was sagen. Wir sind international sehr, sehr gut vernetzt, haben schon sehr viele Demonstrationen vorbereitet. Hier ist einer der größten. Das ist in Österreich, Stadt Klagenfurt. Zweitgrößte Stadt Österreichs, Graz. Das ist die berühmte Pollenfalle in der Natur. Also der Sahara-Sand, der viel schwerer ist, kommt leicht über die Alpen. Aber hier bei euch in Lindau in der Schweiz, die Versuchsanstalt, die gentechnische Versuchsanstalt, überall Polizisten mit Maschinengewehren. Also in einer normalen Saatgutanstalt kann man ein- und ausgehen, hier in der Gentechnik-Versuchsanstalt leider nicht. Ja, wir sagen auch für diesen Film herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.